Menschen mit Klaustrophobie sollten sich fernhalten von dunklen Höhlen. Denn in diesen Höhlen ist man oftmals extrem engen Felsspalten ausgesetzt und es besteht immer die Gefahr, irgendwo tief in der Höhle stecken zu bleiben. Hier sind 5 gruselige Videos, aufgenommen in Höhlen. Los geht's! Eine Gruppe von Männern erkundete die große Johnshöhle, als plötzlich Wasser in die Höhle zu fließen begann. Dieses Video zeigt die gruselige Erfahrung, als einer der Männer stecken bleibt und versucht herauszukommen. Glücklicherweise überlebten sie und schafften es herauszukommen, aber das dauerte ganze 3 Stunden, da sie einen anderen Weg nach draußen finden mussten. In diesem Video sehen wir Dennis und seine 2 Freunde, die unvorbereitet eine Höhle betreten. In der Höhle finden sie eine Geocache-Box, doch beim Versuch, einen Ausweg aus der Höhle zu finden, verirren sie sich und landen stattdessen in einem Raum voller Spinnen. Und dann sind da natürlich die engen Felsspalten, die ihnen nicht allzu sehr Angst machen, aber Leute mit Klaustrophobie hätten jetzt Todesangst. This is confusing as shit. I don't even know which way I came up. Where you guys at? Right here. Dude. Yeah. This thing is riddled with spiders. All right, not going that way. Like an intense amount of spiders up here, and they're big. Yeah. They're all just like hanging on their little webs, waiting to. On my back. That's probably scary. No. Like if we go up this way. How much? Like a good 5 feet, and then an awkward bend, but I can't see past. Vielleicht habt ihr schon von dem Video mit dem Titel Gefährliche alte Minenhöhle gehört, das 2010 hochgeladen wurde. Aber nicht viele haben es tatsächlich gesehen. Gefilmt wurde das Ganze von einem Kerl, der mit seinem Hund eine verlassene Mine erforscht. Plötzlich beginnt sein scheinbar verängstigter Hund in die Mine zu laufen und dann fängt er an zu rennen. Der Mann rennt hinter dem Hund her und versucht seinen Hund einzuholen, doch sein Hund, Millie, verschwindet dann. Nun schaut, was als nächstes passiert. Stefan Rond ging tief in den Untergrund, um mit seinem Erkundungsteam die Höhle zu erkunden, als sie ein kleines Mädchen ängstlich und allein vorfanden. Sie sprach nicht ihre Sprache, auch konnte sie ihre Familie nicht finden. English? You speak English? No English. No? Oh, okay, okay. Okay, come with us. Hey, Josh. Do you see the couple that was back there? Wanna come with us? Tell them their daughter's up here, she's scared. They don't speak. She yeah, doesn't speak English. She doesn't speak English. It's okay. It's all right. This is the way back. Höchstwahrscheinlich ist sie während ihrer eigenen Höhlenforschung mit ihrer Familie verloren gegangen. Ob sie ihre Eltern gefunden hat oder nicht, ist unbekannt. Der YouTuber Robbie und seine Freunde machten sich auf den Weg zu einer Höhle. Darin stießen sie auf riesige Taranteln und Ratten. Einer der Jungs war eingeklemmt zwischen den Felsspalten und während er versucht, sich zu befreien, spürt er, wie die Spinnen und Ratten an seinem Bein hochkrabbelten. Hey, watch your hands. This is freaking stupid! Are you using your toes? Just relax. Yeah, I'm using my toes! Oh my gosh, this ceiling right here is maybe tops. 9 inches. Alright guys,
gotta think of something to keep me nice and calm here. You just don't know how much time that's gonna be. I am never going in a cave again, I'm done. Unheimlich, oder? Mich würde interessieren, ob ihr euch trauen würdet, eine Höhle zu betreten. Schreibt es in die Kommentare. Über einen Daumen nach oben würde ich mich auch sehr freuen. Und abonniert den Kanal für mehr Videos. I learned to shut my eyes before I shut my mind off. Something will grab me, something can break me anytime. Can taste the wine from your fingertips. My mind's still playing tricks on me, you're so divine.